So, herzlich willkommen hier zum Antoine Griezmann Review. Ist er ja wie letzte Woche Alex Sanchez von den Außen in den Sturm gerückt und hat jetzt ein 83er Rating als Inform, hat dabei 86 Tempo, 85 Dribbling, 82 Schuss, 78 Pass, 69 Physics, ist ein 76 groß, Hochmittelarbeitsraten, Linksfuß, 3 Stern Weak Foot, Forster Skills, hat mich 180k gekostet und hat dafür in 4, naja, es waren eigentlich eher 3,5 Spiele, aber trotzdem 10 Tore gemacht, das war also ganz schön solide. Guck mal schnell mal auf seine Ingame Stats, denn die sind etwa genauso solide. Stellungsspiel ist super mit 91, Eintritt gut, mit 86, Beweglichkeit stark, Sprintgeschwindigkeit genauso, auch bei den Fähigkeitsattributen ist es nicht minder schlecht, Ballkontrolle gut, Flanken gut, Dribbling gut, Abschluss gut, vor allem mir fehlt auch gut, deswegen Finishes sind mit ihm auch noch gut drin, Volleys, aber egal, kommen wir zu seinen wirklichen Fähigkeiten, die er denn auch im Platz, also auf dem Platz wirklich dann auch umsetzt, und da muss man erstmal sagen, ja, Tempo stimmt auf jeden Fall, schnell genug ist er in der Mitte, wendig ist er dazu auch noch. Die Ballbehandlung und das Dribbling ist auch ziemlich stark, deswegen kann man da auch nichts gegen sagen. Sein Abschluss im 16er ist auch echt ziemlich stark, hat Forster-Skills, also im Dribbling auch kann man die gut einsetzen und hat dafür ein perfektes und gar sensationelles Positionsspiel, voll mit 91 heimlichem Arbeitsraten, da kann man echt nichts gegen sagen. Negativ ist bei ihm, also er ist einfach echt, Körperstärke hat er gar nicht, extrem schwach und seine Longshots sind auch nicht so die besten. Und wer ein aufmerksamer Review-Zuschauer von mir ist, der hat eventuell gemerkt, ich habe jetzt im Prinzip die gleichen und die gleichen positiven und negativen Aspekte aus dem Sanchez-Review gesagt. Und ja, das stimmt auch. Es ist einfach, die beiden sind einfach so gleich. Sie sind beide, also Sanchez vom rechten Flügel in die Mitte gerückt und Griezmann vom linken Flügel in die Mitte. Sanchez ist ein bisschen besser, ist ein bisschen schneller, hat ein bisschen besseres Dribbling, hat ein bisschen besseren Schuss. Dafür ist Sanchez aber auch gleich mal 300k teurer. Deswegen, die beiden ähneln sich wie ein Ei dem anderen. Also echt, beide sind super schnell, jetzt sind halt Flügelspieler normalerweise und jetzt in der Mitte, deswegen ist das Tempo noch besser. Sind beide, wie gesagt, schon extrem wendig. Die Ballbehandlung stimmt auch bei beiden. Also der Ball klebt ihm am Fuß, das Dribbling ist sensationell. Der Abschluss im 16er, wie ihr gerade in 14 schon gesehen habt, von Griezmann auch sensationell, wie bei Sanchez. Deswegen haben beide auch 10 Tore, also Griezmann hat 10 Tore und Sanchez hat 13 Tore gemacht. Pässe bei beiden, weil sie halt auch Flügelspieler sind, können auch beide gut passen. Beide haben so Forster-Skills, beide haben so einen 3-Sterne-Weakfoot, der nicht ganz so schlecht ist wie ein 3-Sterne-Weakfoot, sondern eigentlich ein bisschen besser, aber sagen wir 3,5, deswegen sind nicht positiv und noch nicht negativ. Und beide haben einfach ein super Positionsspiel. Problem, beide sind eigentlich Flügelspieler und dafür in der Mitte einfach extrem schwach, werden super schnell vom Ball getrennt. Und ja, die Longshots bei beiden fand ich auch nicht so geil, also vor allem bei Griezmann sind so noch schlechter als bei Sanchez. Bei Sanchez hat ja wenigstens noch Schusskraft und hier hat Griezmann in Form, oder Griezmann, ich hatte immer Griezmann, das ist eigentlich falsch. Also tut mir leid, mich euch die ganze Zeit genervt habe mit meinen falschen Aussprachen. Aber okay, wie gesagt, Longshots bei beiden auch nicht jetzt so der Brüller. Und deswegen, Griezmann ist einfach nur ein billiger und ein bisschen schlechterer Alexis Sanchez in Form. Das heißt, wer schon immer einen Flügelspieler, der jetzt in der Mitte spielt, spielen möchte und nicht so viel Coins hat, kauft sich Griezmann anstatt Alexis Sanchez. Sonst beide echt nämlich nicht. Alexis Sanchez bietet dir ein bisschen mehr für ein bisschen mehr Geld und sonst Griezmann auch eine super Alternative, wenn man sowas haben möchte, für die Mitte. Deswegen beide auch das gleiche Rating, 8,5. Wie gesagt, Griezmann ist einfach genauso, ist ein kleines bisschen schlechter, aber halt auch ein kleines, also kleines, großes bisschen billiger. Und deswegen beide 8,5. Das war's von diesem Player Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut wie immer bei Facebook vorbei. Also nicht wie immer, das habe ich gerade das erste Mal gesagt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Jetzt wäre hier wie so eine richtig typische YouTube-Absage. Aber egal. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mal in die Kommentare, wen ich als nächstes reviewen soll. Und dann sage ich vorübergehend zum nächsten.